Der Park beim Kulturhaus Wagram wird sich in diesem Sommer bereits zum dritten Mal in eine große Open-Air-Bühne verwandeln. Zu Beginn noch mit einiger Skepsis konfrontiert, ist es dem Europaballett St. Pölten gelungen, das Festival Sommer Theaterpark zu einer fixen Größe im dicht gefüllten Kalender des Kultursommers Niederösterreich zu machen. Wir haben in der Corona-Zeit begonnen. Das war nicht so einfach, aber man muss mutig sein, etwas Neues zu beginnen, wenn man etwas zeigen will. Und unser Festival ist schon besonderes. Es ist ein Festival mit Ballettschwerpunkt und es gibt es nicht in Niederösterreich oder in ganz Österreich nicht. Trotz steigendem Publikumsinteresse wird das Festival aus Rücksichtnahme auf die Anrainer und den Park wie bisher im kleineren Rahmen mit rund 300 Sitzplätzen und insgesamt 10 Abendveranstaltungen stattfinden. Wir haben als Hauptproduktion in diesem Jahr Romeo und Julia von Sergei Prokofiev, als neue Inszenierung von Michael Fichtenbaum, aber auch ganz neue Choreografie von Florian Cador, etwas Modernes, Neoklassisches. Und die zweite Produktion ist Sissi, das ist eher klassisch, die Kaiserin Sissi von Michael Kropf, da ist der Wiener Walzer und Polka dabei, also Musik von Johann Strauss. Und darüber hinaus wird dem Publikum auch wieder ein internationales Ballettmeeting sowie eine Sommernachtsgala mit Operndiva Natalia Uschakowa geboten.